Moin, moin, meine Lieben, hier ist eure Stempelpiratin Jessie. Ich bin unabhängige Stampin'Up-Demonstratorin und lebe in Rostock. Es gibt was Neues von Stampin'Up. Und zwar neue Sets. Die gibt es ab dem 1.6. zu bestellen. Hier haben wir einmal nochmal einen Hinweis auf das Paper Pumpkin Set. Da gibt es aktuell die Blumen voller Freude. Und ab August kommt wieder ein neues Set. Da könnt ihr gespannt drauf sein. So. Hier sieht man einmal schon so ein bisschen was an Sets. Als ich den Flyer das erste Mal in der Hand hatte, habe ich sofort gesagt, oh mein Gott, ein maritimes Set, das muss ich haben. Nur so am Rande. Ich habe sie mir alle einmal durchbestellt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Die Sets an und für sich sind Anfängersets, beziehungsweise sie sind Anfänger geeignet, sind aber auch was für Fortgeschrittene. Genau. Und das Set mit den maritimen Muster oder maritimen Motiven zeige ich euch jetzt mal. Kommt in so einer Box. Es gibt Sets mit und ohne Stempelset. Also hier, gerade kann man es so sehen. Du warst meine Rettung, Glückwunsch, Danke, Ahoi, auf zu neuen Ufern, du bist mein Anker für dich. Ja, Anker, Anker, Schiffchen, Seestern, Steuerrad, Wellen, Leuchtturm, mega. Und ein Stampin' Spot in Pazifikblau. Die kann man genauso wie die großen Stempelkissen nachfüllen. Also ihr könnt dann auch einen, mit dem ganz normalen Nachfüller euch die nachfüllen. Das ist gerade praktisch für, also jetzt nicht nur für Anfänger, sondern auch für Leute, die nicht so viel Platz haben. So. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ich wollte das mit euch zusammen machen. Ich werde euch auch in den nächsten Tagen jeden Tag ein Set vorstellen. Also nur das Set vorstellen, damit gewerkelt wird dann wieder in separaten Videos. Nur damit ihr schon mal euch drauf vorbereiten könnt. So. Na, komm her. Ah, so. Die Kordel ist wieder schüchtern. Dann haben wir hier eine Anleitung. Die ist wirklich mit Schritt für Schritt. Also wirklich so komplett. Das kann im Prinzip jeder. Also jeder kann mit diesem Set etwas ja, basteln und dann sagen, habe ich selber gemacht. Hat er ja auch, ne? Also so ist er nicht. Es gibt bei jedem Set einmal einen für die Stempel, ja, Grundkenntnisse, einmal einen QR-Code für ein Video und dann gibt es auch eine detaillierte Videoanleitung zu dem Set mit den Karten und beziehungsweise in Karten und Verpackungen sind sie ja in dem Fall, die hierfür vorgeplant sind. Wer meine Videos öfter guckt, weiß, ich mache das gerne anders. Also bei mir bleibt ein Umschlag nicht unbedingt ein Umschlag. Ja. So viel dazu. Die Pappen hier, die einen sagen, schmeiß doch weg. Und die anderen sagen, so wie ich, nee, das ist der, einer der besten Grundlagen für die Cover von Alben. Also nur so, ne? Weil wenn man das jetzt halbiert, kriegst du nachher noch ganz wunderbar ein kleines Mini-Album draus. Also, gut zur Seite legen. Dann kommen wir jetzt einmal zu dem Komplettset hier. Wir haben dabei einen kleinen Acrylblock. Das ist klein, also so klein ist er gar nicht. So, dann haben wir hier, es müsste
Savanne sein. Nagelt mich nicht drauf fest. Müsste ich mal dranhalten. Mal hier einmal, ja, so ein Mini-Tampen, Mini-Tau. Band, genau. So, dann haben wir hier Kartenrohlinge in gestreift, goldfoliert. Mit Ankern. Das Muster finde ich ja mega cool. Dann nochmal Streifen. Ist noch einer mit Streifen. Dann haben wir hier mit Wellen und Herzchen. Ja, es sind kleine Karten. Auf jeden Fall. Aber die müssen ja nicht klein bleiben. Also. Ich sag mal, wenn man jetzt irgendwo eingeladen ist und das an einer Sektflasche oder so dranhängen möchte oder an einer Schachtel Pralinen, ist das eigentlich auch ganz cool. Man kann die aber halt auch umgestalten, beziehungsweise mit ein wenig Erweiterung eben zu großen Karten machen. So, dann haben wir hier Anker und einen Rettungsring und einen Leuchtturm. Das sind alles vorgestanzte Sachen. Ach, guck mal, hier ist die zweite Folierte. Dann haben wir hier nochmal, ja, im Prinzip Etiketten, Herzchen, Anhänger. So, da ist richtig viel drin, also viel Verschiedenes oder viel Unterschiedliches. Dann haben wir hier, ich zeige euch die mal von innen, das Muster geht komplett durch. Also mindestens einer dieser Umschläge bleibt kein Umschlag. So. Das hier ist die Hülle einer der Verpackungen. Vier Stück mit bei. Das ist dann quasi das Innenleben der Verpackung. Das wird dann hier so, ja, zusammengebastelt, geklebt. Es ist sogar schon mit Klebestreifen quasi vorab ausgestattet. Heißt, man braucht sich da gar nicht groß irgendwie jetzt noch einen Kopf drum machen. Wie kriege ich das denn jetzt zusammengeklebt? Das ist easy peasy. Sind auch ja, vier Stück von da. Dann haben wir hier noch Dimensionals und Glue Dots. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich werde auch bei den Videos immer noch mal quasi dazu sagen, was noch an Erweiterungen sinnvoll wäre, gerade für Anfänger. Ich sage mal, man braucht jetzt nicht die fünfte Schere. Wenn man eine Schere zu Hause hat, die gut ist, die scharf ist, dann reicht auch eine. Ja, also im Prinzip braucht man zu dem Set noch eine Schere und dann ist Juti. Ja, wenn ihr gerne eins dieser Sets mitbestellen möchtet. Ich mache am 1.6. die erste Sammelbestellung und die sind danach ganz normal regulär bestellbar, die Sets. Ja, dann schreibt mir einfach eine Nachricht an stempelpiratin@gmx.de und dann würde ich sagen, freue ich mich über ein Däumchen nach oben oder vielleicht auch einen Kommentar oder ein Abo. Das wäre auch sehr fein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao!